Zerbrust Zauberstab. Oder was ist das? Helm. Herstellen. Ja. Seegurke, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part Dragoness. Und zwar ist das Part 32 und ich weiß, es ging seit Ewigkeiten hier nicht mehr weiter. Das Problem ist, ich zeige euch gleich, worum es geht. Ich hole nur noch mal kurz mein Handy und stelle so ein Zeit und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich cutte hier nicht mal. So, bis gleich. Und schon habe ich mein Handy bereit. So, dann stelle ich mal kurz Timer. Zack. Ausmachen. So, machen wir den Timer. Timer hier. Mache ich mal 19 Minuten, weil wir ja jetzt schon ein bisschen vertrödelt haben und Start. So. Oh. Mach ich mal Ton ein und dann kann ich das abschalten. So, okay. Jetzt geht's los. Wieso kam in letzter Zeit so lange kein Part mehr? Ganz einfach, wir haben ja den Auftrag so weit abgeschlossen, dass wir eigentlich kaum weitergekommen sind. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, bis zum nächsten Part möchte ich was machen. Und zwar möchte ich zum einen auf Level 32 kommen, ne? Das seht ihr hier nochmal. Habe ich geschafft. Und zum anderen möchte ich die Cerberus-Rüstung vorbereiten. Dazu habe ich gestern, hatte ich einfach nie Zeit. Dann habe ich gestern einen Kumpel geholt. Und dann habe ich mit dem zusammen ein bisschen Dragon Nest gespielt, Cerberus Nest gemacht und dann noch kurz auf Level 32 noch. Und ja, jetzt läuft das Ganze hier. Jetzt kann ich natürlich die Rüstung machen, aber erstmal brauche ich die Items. Habe ich genug Platz im Inventar überhaupt? Weil das habe ich mit meinem zweiten Account gemacht. Und deshalb habe ich mir die selbst jetzt zukommen lassen. Und zwar hier. Anhang. So, das mal nehmen. Das ist mal das eine, was wir brauchen. Ups, Posteingang. Und dann das andere hier anhang entgegennehmen. So. Jetzt haben wir das. Das sind die zwei Sachen, die wir für die neue Rüstung hier brauchen werden. Die neue Rüstung können wir übrigens jetzt direkt anziehen, weil wir ja jetzt Level 32 sind. Bekommt man im Cerberus Nest. Ich zeige noch am Schluss, wo das ist. Werde es aber nicht mehr machen, weil es halt einfach... Mein Akademiker ist auch erst Level 35 und mit dem würde ich das jetzt nicht schaffen. Handel und Schmiede. Oh, nee. Ich weiß ja wieder, was ich machen muss. Hand und Schmiede, Gegenstand herstellen. So, das hier. Dann fange ich an mit Zerbrust Zauberstab. Oder was ist das? Helm. Herstellen. Ja. Jetzt habe ich schon mal das erste. Aufgabe. Ups. Ach komm, ich bin echt so scheiße, aber erstmal muss ich was anderes machen, fällt mir gerade auf. Und zwar diese Sachen hier verkaufen, die ich gar nicht brauche. Damit ich hier wieder ein bisschen mehr Platz habe. Das brauche ich auch nicht. Was ist das? Nee, das ist auch nicht wertvoll. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, das hier. Brauche ich auch nicht, weil ich ja jetzt Cerberus-Rüstung hole. So. Das kann auch weg. Und ich weiß noch nicht, für was ich den brauche. Ich glaube, den habe ich auch aus dem Cerberus-Nest oder so. So, dann Handel und Schmiede, Gegenstand herstellen. Dann Cerberus-Kleid. Das ist das nächste, was wir brauchen. Ja. Gegenstand in Bearbeitung. So. Dann Cerberus Strumpfhosen. Cerberus Muffins. Ich weiß immer noch nicht, wieso das Muffins heißt. Und Cerberus. Jo Leute, da sind wir wieder. Aus irgendeinem Grund ist mein Dragon Nest vorhin gerade abgekackt. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter, als ob nichts gewesen wäre. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben Tria. Oder wie heißt das? Tiara.
Ups. Dann haben wir die Muffins, wir haben die Strumpfhosen und wir haben das Kleid. Das heißt, uns fehlen noch eine gewisse Sache. Und zwar Pumps. Herstellen, ja. Die haben wir noch nicht. Und dann ist Zauberstab auf jeden Fall noch. Herstellen. Ja. Mal kurz, was haben wir denn sonst noch? Von Gegenständen. Oh mein Gott, wir haben noch richtig viel. Wir haben viel zu viel eigentlich. Also viel zu viel, nicht mal, aber egal. Dann hole ich mir noch die Kristallkugel. Oder soll ich die Kristallkugel? Ja, ich denke schon. So. Gut, jetzt habe ich nämlich meine neue Ausrüstung. Dann ziehe ich gleich mal die an. Mal schauen, wie das dann ausschaut. Sag zuerst der Helm. Alter, das sieht ja richtig bekifft aus. Zum Glück kann man den ausstellen. Der Helm, der sieht generell irgendwie kacke aus. So, jetzt habe ich ihn aber ausgestellt. Mal schauen, wie sieht das neue hier aus. Ups. Hey, was ist das? Kann ich nicht irgendwie drehen? Doch, jetzt. So. Sieht eigentlich doch ziemlich gleich aus. Aber wir werden schon sehen. Nachher vom Leben her und so. Aber erstmal muss ich das Ganze natürlich verstärken. Das heißt, ich öffne mal wieder mein Inventar. Und diese Sachen hier verkaufe ich dann nachher. So, dann ziehe ich das Ganze hier wieder aus. Zum besten so mit Rechtsklick. Geht schneller. Einfacher. Jetzt sehe ich so richtig. Boah, Alter, das sieht so richtig kacke aus jetzt gerade. Oh, Mann. Okay. Jetzt, hier Handel und Schmiede. Ups. Gegenstand aufwerten. Fange ich mal mit dem Kleid an. So. Aufwerten. Wie viel habe ich von den Kristallen hier? 5. Das wird nicht sonderlich weit reichen. Habe ich das Gefühl. Mache ich erstmal den Zauberstab. Wo habe ich den? Hier. Aufwerten. Ich habe aber noch auf meinem Akademiker ziemlich viel von denen, glaube ich. Müsste ich eigentlich. Ja, jetzt kann er noch nicht kaputt gehen. Erst auf plus 6, oder? Ja, er ist auf plus 6. Dann mache ich ihn mal auf plus 6 hier alles. Oder versuche es zumindest. Je nachdem, wie weit es reicht. So, den habe ich jetzt schon mal auf plus 4. Ich habe jetzt aber keine mehr von den Dingen. Deshalb hole ich mir gleich noch welche. Besser gesagt, ich schicke mir noch welche zu. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin gleich. Fuck. Mann, wie ich mich beim Aufnehmen immer verdrücke. Peinlich. Jo, meine lieben Freunde, das sind wir wieder. Ich habe mir jetzt gleich mal 20 Stück zugeschickt. Mal schauen, wie weit es reicht. Ich habe noch einen Auftrag abgeschlossen. Natürlich. Öffne den Briefkasten. Zack. Und Anhang. So. Okay. Dann geht's wieder hoch zum Schmied und mal schauen, wie weit ich komme mit 20 Stück. Eventuell muss ich mir noch welche kaufen beim Auktionshaus. Ich hoffe, die kosten nicht allzu viel. Weil ich habe nur noch 44 Gold und bis ich hier fertig bin, werden es noch viel weniger sein. Handel und Schmiede, Gegenstand aufwerten. Was habe ich denn jetzt auf plus 4? Mache ich erstmal alles auf plus 4. Aufwerten. Oder auf plus 3 erstmal. So. Dann das hier noch aufwerten. Wenn wir dann Level 42 sind, brauchen wir bereits die Meeresdrachenrüstung. Das heißt, bis dahin, ja, werde ich hoffentlich schon stark genug sein, das Meeresdrachennest machen zu können. Beziehungsweise meine
Kumpel, das hat sonst das bereit kann. So, die hier mal aufwerten. Wie viel habe ich noch? Noch 12 Stück. Jetzt habe ich das auch auf plus 3. Ich hoffe wirklich, dass ganz durchreicht. Auf plus 4. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Man könnte es ja eigentlich berechnen, aber dafür bin ich leider zu faul. Ne, ich glaube, es reicht nicht. Schade, schade. Also die Kugel, die lasse ich mal auf plus 0. Brauche ich momentan gar nicht höher. Was ich mit denen hier mache, ist mir noch immer rätselhaft. Ich glaube, die lasse ich mal hier. Die irgendwie ins Lager, falls ich noch einen neuen Account machen oder einen neuen Charakter mal machen möchte. So, dann fange ich hier an mit weitermachen. Ich kann jetzt noch 3 Sachen auf plus 4 machen. So, erstmal das. Dann die Strumpfhosen noch. Da kann ich noch eine Sache machen. Nee, doch nicht. Ich kann nur noch das hier machen. Schade sogar. Okay, mal schauen, wie viel Leben habe ich jetzt. Guck ich mir das am besten mal an. All das anziehen. Boah, ich habe jetzt bereits 7000 Leben. Jetzt habe ich 7400 Leben. Ich würde mal sagen, nicht schlecht. Dann kann ich auf jeden Fall vorerst leben. Okay, das kann ich nachher verkaufen. Was? Wieso habe ich jetzt plötzlich 8000 Leben? Oh mein Gott, ich bin glücklich. Jetzt habe ich 8000 Leben. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, die Kugel gibt mir noch welches, oder wie? Mal schauen. Ah ne, durch die Kugel habe ich noch einen Bonus gekriegt. 8400 Leben. Das wird uns auf jeden Fall schon viel, viel weiter reichen. Und der Stab, finde ich, sieht auf jeden Fall geiler aus als mein Alter. Als mein Alter. Alter, Bro, was geht mir so ab? So, mal schauen, wie viel das kostet. Wie viel habe ich überhaupt noch Geld? 41 Gold. Only people who Beziehungshaus. Will become well. Dann, wie heißen die nochmal? Königliche Asche. Suche einfach mal nach Achat. Ja, die werden so geschrieben. Suchen. Boah, jetzt sind solche seltsamen drin. Wie heißen die Violetten schon wieder? Ich weiß nicht, wie heißen die nicht Ascha? Mal schauen. Ich kann das ja direkt nachschauen, indem ich einfach zum Schmied gehe und was reinstelle von mir, das ich brauche. Ups. Okay. Nehme ich halt einfach mal die. Da kann ich schauen, wie viel das wie das heißt. Ups. Mann. Hello there. Okay. Oh, there's plenty of good stuff here. Die heißen Altäum-Fragment. Gewöhnliches Altäum-Fragment. Okay. My stuff is awesome, ach Gott, ich kann ja direkt hier in den Shop schauen. Vom Schmied her. Oh, there's plenty of good stuff here. Kaufen, so. Oh, die kosten nicht mal so viel. Ich hab die jetzt auf mehr geschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Gut, dann kaufe ich mir gleich nochmal 20 Stück. Kaufen. Ja. Gut, dann kann ich die nämlich direkt auch auf plus 4 machen. Aufwerten. Habe ich die auch auf plus 4. So, dann kann ich jetzt eigentlich wieder weitermachen. Ups, nee, war kurz. Ich muss das so machen, dass ich erstmal alles wieder ausziehe. Oh, ich ziehe mich aus. Jo, ich ziehe mich wirklich aus. What shall be? Purchase or repairs? Peinlich. Take your time. Sorry. Wollte ich ins Mikrofon niesen? Also die mal als nächstes, die sind auch noch auf plus 3. Ich hoffe, dass das viel bringt, wenn ich alles dann auf plus 5 oder so habe. Plus 4, plus 4, plus 3. Aufwerten.
hier überhaupt alles? Ne, die Handschuhe sind nicht hier. Oder die Muffins, besser gesagt. Das sind hier, stimmt. Die hole ich auch nochmal hier hin. Hä, wieso kann ich die nicht verschieben? Ah, weil ich im Dings bin. Aufwertungsfenster. Okay, die sind auch schon plus 4. Gut, dann mache ich hier mal weiter. Aufwerten. Auf plus 5 am besten gleich mal. So, dann habe ich das hier auch plus 5. Dann die hier plus 5. Ich weiß nicht, ob ich es auf plus 6 noch schaffe. Habe ich noch 6 Stück. Oh. Ne, auf plus 6 reicht mir auf jeden Fall nicht. Hä? Ich habe die erst auf plus 4 gemacht. Hä? Mann, komm, funktionier doch. Ich habe nicht mehr viel. Und ich weiß nicht, ob ich noch genügend Geld dafür hätte. Hoffentlich funktioniert es direkt. Ja, gut. Jetzt haben wir schon mal alles auf plus 5. Ich glaube, das lasse ich vorerst so und kaufe mir keine neuen. Und falls ich irgendwann mal selbst mal welche finde, kann ich ja immer noch upen. Jetzt habe ich 9200 Leben. Damit kann ich leben. Was für ein Wortspiel. Oh mein Gott. Das war der Timer. Ich zeige euch jetzt noch kurz, wo das Nest war. Beziehungsweise, wo ihr das Nest antreffen könnt. Und dann war es das auch schon für diese Folge. Hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst eine positive Bewertung da. Wir gehen jetzt natürlich wieder an denselben Ort, wie wir auch beim Minotaurus-Nest gegangen sind. Das heißt, in den Garten von Raum und Zeit. Der befindet sich auch hier oben in der Stadt von Heiligenhafen. Da könnt ihr übrigens erst auf Level 24 rein. Und zwar da hinten. Dieses komische... Naja, was auch immer. Portal, würde ich mal meinen. Geh hier rein. So, Garten von Raum und Zeit. Okay. So. Und das Nest könnt ihr erst ab Level 32 betreten. Würde ich aber noch nicht empfehlen, weil das seid ihr eindeutig noch zu schwach. Ich würde euch empfehlen, dass ihr irgendeinen Freund oder so holt. So, hier. Cerberus-Nest. Geht ihr da einfach rein. Ich schau mal. Ihr müsst das hier machen, um die Items zu kriegen. Es gibt noch Höllenmodus und es gibt noch Übungsmodus, aber hier kriegt ihr nur die Items, ansonsten kriegt ihr keine. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe auch, sie hat euch weitergebracht. Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Falls hier noch Fragen offen sind, dann könnt ihr die gerne auch stellen. Und dann würde ich mal meinen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.